Herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Pokémon Muimon mit seinem Kommentar zu meiner Wenigkeit. So, ich habe den letzten Part Cool Toxic auf 42 trainiert. Dafür habe ich mir die EP-Teile geholt. Ich musste dafür bis 50 Pokémon fangen. Die habe ich natürlich alle wieder freigelassen. Ich habe die alle stupp in der Safari-Zone gefangen. Weil es ist so assi. Es ist so assi, das Pokémon zu trainieren. Besonders du hast nichts. Nichts, wo du hingehen kannst zum Trainieren. Ah, oh, das ist so nervig. So, da habe ich dann erstmal mit DP-Taler trainiert und dann habe ich das, wo es ein gewisses Level hab, das alleine kämpfen lassen. So, dann noch was. Ich wollte eigentlich mein Mr. Schlitz, also Caputo, trainieren. Dann habe ich so nachgeguckt. Nach einer Stunde trainieren oder so von dem Pokémon, habe ich nachgeguckt im Netz, welche Attacken das lernt. Und da gucke ich so hin und denke mir so, was? Was? Warum lernt das Genydro-Pumpe? Warum? Was ist denn falsch mit den Leuten? Ich habe nachgeguckt und jetzt oh cool, wo nun na. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Witz. Welcher Typ ist auf die glorreiche Idee gekommen, Caputo nur in der ersten Generation Hydro-Pumpe zu lernen? Also, das einzuprogrammieren, das ist nur in der ersten Generation, dass die Attacke lernt. Alter! Wie kernbehindert ist das denn? Alter, ich hab mich so geärgert. Ich hab mir gedacht so, Alter, so ein geiles Caputo mit Hydro-Pumpe, mit Megasauger und Schlitzer. Ich hab mich schon gefreut. Ich hab so, Caputo? Oh fuck, ich bin so behindert. Ich würde eigentlich Blubstrahl nehmen. Alter, Gnade dir Gott. Okay, das wird nichts. Ich habe mich schon gefreut, dass ich ein übelst geiles Caputops krieg. Ich war voll happy. Anstatt Hydro-Pumpe lernt Caputops Antikraft. Jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz. Butterweiche Fische. Wer? Warum? Warum? Ja, ich weiß, es ist Wassergestein. Und es ist auch schön, dass es Gesteinattacke lernt. Aber warum? Warum lernt er keine Hydro-Pumpe, verdammte Scheiße? Sogar Morosu lernt Hydro-Pumpe. Und das in jeder Generation. Und wo ist Caputo, also Amoroso, genau, Amoroso, besser als Caputops. Jetzt mal ohne Scheiß. Sind zwar beides Fossil-Pokémon, dann wahrscheinlich, nee, warte mal, ich glaube, Caputos müsste mehr Angriff haben, dafür hat Amoroso mehr Verteidigung, also eigentlich klar. Aber, Alter, ich komme damit gar nicht klar, das hat mich, da habe ich mich geärgert, da hatte ich ein bisschen satt. Auch wenn dein Caputops 4 Schwächen gehabt hätte, nicht so wie ich, bla bla bla. Oh cool, Polita. Nicht so wie hier. Oh, wie ist es? Tentoxa, genau, Tentoxa. Oh, ja. Hier lag es auf der Zunge. Da lag der Pelz auf der Zunge. Ja. Ey, das war, Alter. Das ist satt. Besonders, ich habe das für eine Stunde trainiert. Oh. Und das umsonst. Oh, das ist... So, dann habe ich ja... Ihr habt's ja gesehen. Ich habe den Tacher Level 11 oder so gefangen. Und jetzt ist das... Da habe ich mit, bis auf Level 42 trainiert. Selbst mit IP-Teiler habe ich, ich glaube, 2 Stunden gebraucht. Und ich kann schnell spielen. Also ich glaube, 10-fache, 100-fache, ich habe keine Ahnung, welche fache Geschwindigkeit ich zocken kann, wenn ich es auf schnell spiele.
Also schnell quasi. Und es hat trotzdem 2 Stunden gedauert, da wisst ihr Bescheid, Freunde. Was Fakt ist, ja. Aber es hat mich da wirklich leicht satt. Oh, das ist so geil, dass mein Cool Toxic dezent immun ist gegen irgendwelche Fähigkeiten von den Gegnern. Das ist eigentlich schon sehr geil. Super Nerd N. Super Nerd, Alter. Besonders wie das klingt, Super Nerd. Im Deutschen würde dann einfach nur Streber heißen, aber Super Nerd, das ist so. Ja, das klingt schon nach was. Noch übelst geilen Spitzname, Super Nerd. Ein Viertel, ob der Blubstein weicht. Ah, komm schon mal, Surfer. Die kleine Bonita hat es verdient, einen Surfer abzukriegen. Dort. So wird gespielt, meine Freunde. So wird gespielt. Ja, ich würde sagen, die Arena und die nächste Arena wird kein Problem. Besonders, Alter, ich hab geguckt. Giovanni, der hat das stärkste Level 50. Alter! Ich habe mir die Pokémon nochmal geguckt. Ich habe ja ungefähr grob gewusst, welche Pokémon der hat. Verändert sich ja nicht viel. Und ich hab hingeguckt und bin so, Alter, das ist nicht dein Ernst. Ukalopper. Ja, geht. Besonders, ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal. Das ist krass. Warum darf der anfangen? Warum ist Galoppa viel schwächer? Na gut, ja. Besonders, ich habe sofort... Alter, was ist denn los? Der Typ, der hat hier zwei Rihorns anstatt ein Rizeros, wie es sonst immer hat. Ey, Alter, hab ich echt gedacht so, ey, da kannst du mir den Noten ja auch quasi gleich schenken. Das ist ja keine Herausforderung. Weil der hat nur Boden und Gestein, Typ. So, und ich nehme einfach eines von meinen Pokémon und dann sind die weg. Wisst ihr, was ich meine? Und dann den Orden kann ich mir auch gleich in der Hand geben. Oh fuck, warte mal kurz, das Tor hier. Alter, da habe ich so gedacht, so... Pff. Der stärkste Pokémon ist auch Karni. Und ist Level 47. Ich tue mich ja minimal vorbereiten auf meine Kämpfe. Minimal. Oh, Alter. Ich werde wieso wahrscheinlich ins Internet gucken müssen bei den Islands. Ich glaube, ich krieg das nicht mehr richtig zusammen. Ich glaube, es gibt 12 Inseln und so und irgendwo. Du musst die 2 Steine sammeln und dann kannst du dann. Oh. Ich glaube, ich krieg das nicht. Cool, also heute fahren wir schon in dem Part noch die nächste Arena an. Geil. Ich rotze hier alles One-Hit-mäßig weg. Ist ja keine Herausforderung für mich. Ich glaube, ein Level kriege ich nicht mehr von denen. Oh, das wird so geil. Wenn ich zu Top 4 gehe, muss ich trainieren. Nice. Ich glaube, so hart muss ich gar nicht trainieren. Glaube ich. In der ersten Generation waren die schon Level 60. Aber ich glaube, in der dritten Generation ist da... Also, jetzt hier auf der Blattgrün. Ich glaube, da sind die niedriger. Ich glaube, da sind die gerade mal Level 50. Ich glaube, ich muss da auf alle Fälle nochmal gucken. So, und hier oben ist schon der Boss. Okay, dann gehen wir zurück. Lade schnell auf. Weil ich glaube, die sind Level 50. Ich guck da nochmal nach. Im nächsten Pack sage ich es euch. Also muss ich den dort hochkommen. Der ganze Weg wird ein Part fressen. Auch wenn ich den Weg weiß. Oh nein, ich brauche einen Pokémon mit Stärke. Och nö. Scheiße.
Alter! Kacke! Ich brauche ein Pokémon mit Stärke. Jetzt bin ich leicht angehorcht. Ich glaube, ich habe kein Pokémon, was Stärke lernen kann. Also, ich habe schon ein Pokémon, den ich Stärke lernen kann. Bloß, gehen's davon will ich Stärke beibringen. Oh, fuck! Oh, fuck, hier muss ich lang. Och, nö, Alter! Scheiße! Alle Fälle mein... Blablabla. Mein Rasaf und mein Relaxo können alle Fälle Stärke lernen. Oh nö, scheiße, das muss ich gerade überlegen. Na Bro, was geht, Keule? Ich bin heiß. Ich bin heißer als jedes Feuer-Pokémon, was du hast. Oh, der hat mir einen Tipp gegeben, dass ich Feuerheiler haben soll. Warte kurz. Nein. Nein. Brauche ich nicht, Bro. Ich nehme einfach gegen jedes Pokémon von dir so von bis tot. Klassischer war nicht. Klassischer war nicht. Surfer. Geiler Typ. Cool Toxic macht das schon. Das ist keine Herausforderung für mich. So sieht's aus. Mmh, wie süß das Level schmeckt. Es perlt frisch auf der Zunge. Nee, bei uns wird Polita mit I geschrieben, nicht mit Y. Ich war gerade so, hä? Ich hab so gerade so, hä? So, vor. Schrieche Sieg. Riecht er es auch? So, es kommt Galoppa. Surfer. Ey, das ist so krass, dass ich anfangen darf. Ich komme da auf Nickler. Wenn ich jetzt noch gegen Arcani anfangen darf. Alter. Ja, das sieht nett aus. Das sieht alle Fälle nett aus. Kannst du sagen, was du willst? Ein Pokémon, was überlebt. Der nimmt wahrscheinlich Feuersturm oder irgendwas oder Turbodreher. Nee, sind... Hä? Hyperheiler kannst du ruhig nehmen, Bro. So, wir nehmen einfach Surfer. Surfer zum Gruß. Oh, ist das dein Ernst, Bro? Bro, jetzt mal... Jetzt mal ohne Flachs. Ich glaube, dein Arcani hat null Chance gegen meinen Cool Toxic. Null. Wenn das ein Volltreffer wäre... Ich darf sogar gegen Arcani anfangen. Was ist denn los mit den Leuten? Seit wann ist ein Arcani langsamer als ein Tentoxa? Seit wann? Oder hat das zu früh entwickelt? Das kennen wir ja schon aus der Pokémon-Serie. Da hat ja auch Ash nur eine Chance gehabt. Gegen Major Bob, wer Rocco rausgehauen hat. Boah, Alter, wenn du im Pikachu zu früh weiter entwickelst, kann es sein, dass das Pikachu die Grundlagen seiner Attacken und seiner Schnelligkeit nicht gelernt hat. Puh, Alter, das war so ein übelster Brainfuck. Oh nein, ich fahre jetzt schon unter Islands. Okay, da ist das Schiff schon. Okay, ich fahre jetzt schon zu der Islands.
Ich glaube, da muss ich erst den Stein finden, dann kann ich erst... Oh, ich will eine Bill. Alter, versteck dich wieder in so einem Pokémon. So, und da hat Ash in der Folge... Ne, erst hat er gegen Raichu total abgekackt. Und dann hatte so eine Schwester Joy so einen Donnerstein. Und dann hat Ash Pikachu gefragt, na, Pikachu, willst du nicht auch so groß und stark sein wie Raichu? Und hat Pikachu gesagt, nein, fick dich. Ich will das schaffen als kleines Pikachu, Bitch. Und Ash so, okay, okay, du bist Boss und ich Knecht. Und dann haben die trainiert. Wie Rock rausgehandert. Was hat Major Pop gesagt? Kann es. Der hat sein Pikachu sofort im Weg geht, wo er das bekommen hat. Und dann ist die Idee gekommen mit der Schnelligkeit. Und haben die da auf Schnelligkeit gesetzt. Und dann, wo Raichu, ich glaube, Donnerblitz oder Donner genommen hat, hat Pikachu seinen Schwanz als Blitzableiter genommen. Alter! Das war der Shit. Ich war aber zurück, ich werde es mit der Arena machen. Du Pfeife. Ja, ich war... Oh, Alter, was ist denn los mit dir? Dann hat Raichu sich komplett verausgabt und Pikachu hat den platt gemacht mit Ruckzuckhiebe und Agilität. Ja, das war schon episch. Oh nein, ich muss den Scheiß erst machen. Oh, ich kann bröckeln. Oh, fick. Okay, wir machen erstmal übelste... Wie ist das? Island. Genau, Island Action. Cool, ich darf mir hier ein Pokémon fangen. Geil. Fuck. Hier bei der Abstehen überhaupt noch. Wir reden von Bällen. Hallo. Cool, die Nummer ist davor. Scheiße, ich sehe nichts. Nein, scheiß drauf. Cap Brink. Oh mein Gott, was wird's? Cool, ein Habitag. Oh, fuck. Säure. Krass, ich hab's fast getötet. Oh, das war Spiegelcape. Spiegeltrick, nicht Spiegelcape. Spiegeltrick. So, mein Freund. Ich gebe dir keinen Spitznamen, weil ich dich wahrscheinlich gegen Porenta tauschen werde. Ich will nicht gegen Porenta tauschen. Oh, was hast denn du? Achso, du bringst einen Move bei. Der ultimative Move, Alter. Sheesh. Ultimativ, Bro. Ja, ich kann Surfer. Ich weiß jetzt gar nicht mal so recht, wo ich hin muss. Oder was auf die dritte... Oder muss ich auf die dritte Insel? Was ist denn das? Ah, okay. Okay, ich weiß Bescheid. So, ich muss jetzt die Tochter von dem finden. Ja, okay. Ich muss jetzt in the Islands, okay. Ich muss die Tochter suchen. Da muss zurück. Okay. Ah ja, okay, ich weiß Bescheid. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Cool, so Schneider brauche ich. Nice. Okay. Yay, next part, gehen wir zu Island 3. Das wird geil. Ich würde natürlich gleich dort starten, ist klar. Kurz Pokémon heilen.
Ja, ich würde sagen, beende ich den Part an der Stelle. Da wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht immer sehr verlässt. Das war Pokémon Moin Moin mit seinem Kämpfer bei der Wendigkeit. In dem Sinne würde ich sagen, ich bin sowas von Hardcore raus. Yeah.